Fühl dich gegrüßt. Wer auch immer du bist. Oh, ich glaube, ich bin gerade in den falschen Spielmodus reingegangen. Muss ich gleich nochmal rausgehen. Dankeschön für die ganze Unterstützung, Leute. So, jetzt sind wir im richtigen Genre. Genre. Das ging schnell. So, mal sehen. Man sollte vielleicht ins Bild klicken. Gut, hier ist ein schwarzer Diablos, den habe ich gestern noch gemacht, wie hier am Spiralhorn. Das ich leider nicht bekommen. Oder habe ich das bekommen? Wunschliste, wo ist meine Wunschliste? Gib mir die Wunschliste. Ich habe gesagt Wunschliste. Eins habe ich. Ich glaube, das hatte ich schon. So, was macht man heute? Nee, ich war nicht in deinem Stream. Würde mich jedenfalls wundern. Aber vermutlich spinnt Juno da wieder rum. Ich habe das schon angemeldet. Ich habe das schon gemeldet gehabt. Es hat gestern anscheinend auch irgendwelche Probleme gegeben. Das habe ich aber erst im Nachhinein gemerkt. Alter, wir haben 2.33 Uhr. Es ist mitten in der Woche. Und solche Leute sagen zu mir, ich bin arbeitslos. Zumal ich gerade über dem Streamen bin. Das kommt immer gut. Leute, benehmt euch doch mal bitte anständig. Und ich entblocke niemanden. Wenn jemand geblockt ist bei mir, dann hat es seinen Sinn und seinen Grund. Und warum sollte ich jemanden blocken, der sich einmal nicht benommen hat bei mir? Ich habe keine Lust, dauernd jeden zweite Chancen zu geben. Ich glaube, ich ziehe mir gleich mal einen Pulli an. Ich bin vorhin ausgezogen, weil es mir zu warm wurde. Jetzt ist es mir wieder zu kalt. Ich könnte mich jedes Mal ohrfeigen, wenn ich meinen Pulli so ausziehe, dass ich jedes Mal die Arme wieder nachstopfen muss, wenn ich das zweite Mal anziehe. Ah, meine Hand. Mittlerweile geht's halbwegs. Da bin ich am Sofa hängen geblieben. Du könntest mal eine Roomtour machen. Ich? Du weißt gar nicht, wie viele Roomtouren ich im Laufe der letzten 7 Jahre schon gemacht habe. So oft kann ich mein Haus dann auch nicht zeigen. Und wie so eine Roomtour. Wenn denn in meinem Fall eher eine Haustour. Eigentlich ist das voll die Tierquälerei, ne? Erst schlägt man ihm die Hörner ab, dann schlägt man ihm den Schwanz ab. Na gut, andererseits sind es Pixel. Aber auch Pixel haben Gefühle. Okay, der hat mich doch tot gekriegt. Das kommt davon, wenn man zu arrogant ist. Wer von euch sauft bitte meinen Kaffee aus? Das ist ja total gemein. Könnt ihr mir zumindest einen Schluck, könnt ihr den mir zumindest drinnen lassen. Da liegt dein Schwanz. Ich werde deinen Kopf daneben legen. Nur, dass du es noch nicht weißt. Ich spiele schon seit Ewigkeiten kein Minecraft mehr. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch eins machen? Eigentlich muss ich sagen, ich habe eigentlich keine Lust mehr. Ich müsste eigentlich heute noch ernsthaft das aufnehmen. Da habe ich nämlich bloß eine Folge heute gehabt, die ich hochladen konnte. Die anderen Folgen muss ich erst wieder aufnehmen. Bin noch nicht dazugekommen und morgen habe ich keine Zeit zum Aufnehmen. Weil ich morgen den ganzen Tag Borderlands wahrscheinlich aufnehme. Oder die ganze Nacht, heute Nacht, was auch immer. Ich hole mir kein Call of Duty, ich mag sowas nicht. So, aber ich denke, wir werden Schluss machen für heute. Das muss erstmal reichen. Ja, dann machen wir erstmal Schluss für heute. Ich muss, wie gesagt, noch ein bisschen was aufnehmen. Wird heute alles ein bisschen meh. Und wie gesagt, die Kiste werde ich am Ende der Woche irgendwann aufmachen. An meinem letzten Stream in der Woche. Ich weiß noch nicht, wann es ist, aber auf jeden Fall halt heute noch nicht. Weil ich denke, ich werde noch ein, zwei Mal streamen. Das muss ich mir noch überlegen. So, danke euch fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache und tschö. Ich dreh ein Video, es geht los. Mehr Klicks als wenn you get in Knuckles. Schwinge mich aufs Sofa, hab mehr Waren als die Panzerknacker. Ich schlucke Lampenöl und speie Feuer, bis die Schanze fackelt. Mach Selfies im Garten und klipps meine Wampe. Bam, Alter. Dein Hate macht mich jetzt wirklich groß. Ich werde reich, doch du bleibst ein Idiot wie Ezio. Das Drachengame ist für mich...